was hier eigentlich das Problem ist. Genauso wie mit meiner Aufnahme, die gerade schon wieder abgestürzt ist. Aber wir machen mal unbeirrt weiter in dieser Folge. Okay, wir werden das Seegras und Brackish Clay, also irgendein Lehm oder Ton oder wie man das jetzt auch sagen, Lehm müsste es dann sein, müssen wir hier sammeln. Und als Belohnung bekommen wir dann einen Verzauberungsstab, der uns in diesen Geisterrochen verwandeln kann. Oder uns, oder, warte mal. Activate, turns the caster's Combat Pet. Achso, Combat Pet. Nicht uns selbst, sondern unser Combat Pet. Da müsste ich dann erstmal gucken, was denn mein Combat Pet eigentlich ist, wenn ich eins habe. Also ich weiß, der Schattenritter hat ja diesen Knappen gehabt. Das müsste ich dann mal aus meinem Buch mal raussuchen. Das wäre natürlich interessant. Also das finde ich schon wieder cool. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den. Ich komme nicht drauf. Was war noch mal bei Elder Scrolls? Mensch, die neue Klasse, die da eingeführt wurde, die mit diesen Tiergeistern da. Ach, verdammt, ich höre jetzt auf. Sonst wird es noch peinlich. Oder ist auch schon zu spät. Ist schon peinlich. So sieht schon mal der Clay aus. Seegras werden wir bestimmt auch noch irgendwo hier finden. Schade, dass man hier nicht fliegen kann, ne? Aber ist ja eine Stadt. Und da geht das nicht. Ach, ich ärgere mich gerade, dass ich diese einen Totems eingelagert habe, wo man unter Wasser atmen konnte mit. Die wären jetzt natürlich cool. Wobei natürlich auch mein Atem ziemlich lang ist, merke ich gerade. Da steckt ein Fisch im Boden. Das könnte die angesprochene Sickness sein. Jetzt schwimmt er wieder weiter. Guck mal, da haben wir wieder unsere prominente 8 in der Quest. 8 Seegras sammeln. Kommt immer noch das Geräusch vom Unterwasserschwimmen, obwohl ich ja eigentlich über Wasser bin. Da ist noch Ton, okay. Da auch. Ton haben wir komplett. Jetzt brauchen wir noch 4 Seegras und dann kann die Zeremonie starten. Und hier, jo, hier ist auf jeden Fall noch genug Seegras. Ja, EverQuest ist nicht gerade das Spiel mit der schillerndsten Unterwasserwelt. War es noch nie. Wird es bestimmt auch nie werden. Da gibt es andere Spiele, die das wesentlich besser können. Oder das Problem einfach damit umgehen, dass man gar nicht unter Wasser schwimmen kann. Wie bei Elder Scrolls, ne? Das weiß ich zumindest. Und das genaue Gegenteil davon ist ja Guild Wars 2 zum Beispiel. Mit einer ganz fulminanten Unterwasserwelt. So, ach, da unten muss ich doch hin. Ja, ich kenne mich noch nicht ganz so gut aus hier, aber das kommt noch. So, the sickness spreads quickly now. Alistair, give me the serrated seagrass and clay.
Ja, also die Krankheit breitet sich schneller aus. Wir müssen schnell handeln. Hier sind die Sachen. Jetzt spricht er da einen zeremoniellen Spruch. A water spirit has appeared. It wants to let you somewhere. Oder lead. It wants to lead you somewhere. Touch it and it will know you are ready to follow. Okay, machen wir. Gott, ich glaube. Nein, wir werden nicht lange unter Wasser sein. Das werden die schon berücksichtigt haben. Dass wir nicht ewig unter Wasser atmen können. Oder nicht? Ich finde das echt beeindruckend hier mit dem Mond, wie groß der hier erscheint. Toll gemacht. Nur eine Sache stört mich. Und das ist auch etwas, was irgendwie keinen Sinn macht. Wenn wir gleich mal Zeit haben, dann gucken wir uns das mal an. Ernsthaft? Ich bin gerade von einem Fisch getötet worden. Okay, das passiert mir nicht nochmal. Nehme ich mir halt meinen Söldner mit. So. Ups, Entschuldigung. Das sind schon coole Outfits, ne? Hat was. Hat was. Ich kann mich nur nicht damit anfreunden, dass ich als Vashir nicht auf dem Mond starte oder der Mond meine Heimat ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon sofort einen erstellt als neuen Charakter. Ist aber auch echt eine harte Nuss, ne? Kill any more diseased pike in waters. Also wir müssen noch 8 weitere Fische töten. Das ist ja kein Problem für uns. Hat ja eben schon so gut geklappt. So, wir tappen mal hier durch, damit wir irgendwie mal einen Gegner ins Visier kriegen. So, da. Müssen die erst spawnen oder dann aktiv werden, bevor man wieder einen findet? Ach, schön. Ich bin da ein bisschen wehmütig, dass man in der Stadt leider nicht wohnen kann, ne? Da nützt mir auch das tolle Chaval Prestige Haus nichts. Es ist ja mit sowas überhaupt nicht vergleichbar. Hier schön mit Meerblick auf den Mond Rinal eine kleine Hütte haben.
Wäre schon ein Träumchen. Das könnte mir schon richtig gut gefallen. So, zwei Stück noch. Und wo finden wir denn die? Da hinten. Scheinen eher alle hier hinten zu schwimmen. Gucken wir hier nochmal. Ah, wir haben irgendwo einen da. Gelesen gerade hier in Ruhe, aber ich habe irgendwie meinen Chat verhunzt, dass ich das nicht mehr lesen kann, was da steht. Egal. Die Quest sagt, wir sollen jetzt zurückkehren und Bericht erstatten. What happened out there, Alistray? We found a school of diseased fish and destroyed them. Ja, wir haben verseuchte Fische gefunden und haben die beseitigt. You served the spirit well by removing the infected fish from our immediate waters, but unfortunately I can now feel the sickness out further. Das ist nicht gut, dass die Krankheit dann draußen noch irgendwo ist. I believe we can help stop the disease from returning to these waters with some healing water totems. It should stop the sickness from spreading to the village too. Also wir sollen irgendwelche Totems herstellen, die hier platzieren am oder im Wasser, damit diese Krankheit nicht wieder zurück in die Lagune kommt. The healing water totems will require a song of cleansing to be bound to them. The Jareen are the ones you need to speak with for that. Our spirit magics overlap and are enhanced by each other's skills quite often. What should I say? Also ja gut, ich gehe jetzt zu den Jareen. Wir wissen ja, die sind ja besonders skeptisch oder konservativ oder wie auch immer. Aber wir gehen jetzt hin und was sollen wir denen sagen? Take the stack of water totems to Ajama Kahir at the Jareen assemblage. Jama will now the song to bind to them and can instruct you further. Okay, die Jama, die wird uns instruieren, wie wir dann weiter verfahren sollen, und wenn wir der die Totems geben, dann weiß sie quasi schon Bescheid. Alles klar. Als Belohnung gibt es hier ein Pärchen Ohrringe, die müsste man jetzt mal schauen. Es schon wert wären auszutauschen. Und naja. Jetzt erstmal zu den Jareen. House of Celebration war das, glaube ich. Oder war es da? Nee, nicht im House of Celebration. Jareen Assemblage war das. Cool. Sieht schon irgendwie gut aus. Machen wir das mal so. Stehst mir im Licht. What have we here? I don't mean to intrude. K
Kessler sent me to get these totems bound with a song of cleansing. Also ich wollte jetzt hier nicht eindringen oder stören. Ich soll diese Totems hier verzaubern lassen. Did he? He never asked for frivolous items. This must be serious. Das muss um was Ernstes gehen. Yep, in der Tat. We found some diseased fish in the lagoon. He wants to keep it from returning. Yep, wir wollen verhindern, dass diese Krankheit wieder zurück in die Lagune kommt. I know the song for this. Here you go, Alistair. Now be sure to place them around the lagoon. My song should help show you the best place for them. Ja, also wenn uns wird auch dann durch dieses magische Lied, sage ich mal, angezeigt, wo wir diese Totems dann am besten platzieren können. I'll keep my eye out for the locations. Kein Song, gar nichts. Wir haben es jetzt einfach und können loslegen. Okay. Was fehlt mir in dem Spiel, aber was werden wir auch auf keinen Fall kriegen? Voice Actors, Sprachausgabe. Da können wir lange drauf warten. Und das wäre so schön, ich würde es so feiern, wenn ich so an die ganz alten Quests denke, die ja immer noch aktiv sind, wo teilweise eine Sprachausgabe noch hinterlegt ist. Oh, sehen aber cool aus. Das macht einfach Spaß, dann so eine Quest zu machen. Also für mich. Also, wenn ich will, der kann dann ja einfach weiterklicken. Kann man in anderen Spielen dann ja auch machen. Jetzt mal gucken, wo ich die überhaupt platzieren muss. Ah, hier. Okay. So, dann haben wir Southwestern. Zatted Money Spire und Ward Singer Spawn. Ich vermute mal, dass sich das da hinten noch irgendwo befinden wird, aber. Da muss ein Totem hin, hier muss ein Totem hin. Da muss ein Totem. Ja, gehen wir einmal ganz rum, würde ich sagen. Platzieren da die Totems. Ups. Gerade verklickt. Und dann haben wir die Aufgabe hoffentlich erfolgreich erledigt. Guck hier. Was für eine coole Aussicht. Was haben die bloß für eine coole Stadt? Und wie wir ja wissen, seit kurzem gebaut aus Acrylia, was ja das Blut der Grimmlinge trägt, wenn man es so will. Wenn ich mal ganz böse sein will, dann sagt man, das ist wirklich mit dem Blut der Grimmlinge bezahlt, die in den Höhlen gelebt haben, wo die Vashir das Acrylia abgebaut haben. Aber das ist die Vergangenheit. Mittlerweile ist eine neue Zeit und der Krieg zwischen den Grimmlingen und den Vashir ist ja vorbei. Das haben wir ja auch gelernt. So, und da hinten noch irgendwo. Achso, eine Sache, die mich noch so störte, die ich euch jetzt zeigen wollte, bevor das da mit den Fischen losging. Gucken, ob man das von hier aus überhaupt sehen kann. Ich versuche es einfach mal. Können wir hier, glaube ich, leider nicht sehen, oder? Oder war es da gerade? Ich schwimme erst zurück.
So, gucken, ob es jetzt geht. Hier, genau da. Achtung, das ist Norath. Was fällt uns hier auf? Es ist wesentlich zu klein. Und es macht ja auch keinen Sinn, also wenn man, wer EverQuest 1 Luckland kennt und weiß, von hier aus den Blick auf Norath, weiß, dass Norath wesentlich größer sogar ist als Drinal. Gut, das möchte ich, also das würde ich jetzt akzeptieren, in der Größe noch. Aber das steht ja in keinem Verhältnis zu dem, wenn ich auf Norath bin und an, in den Himmel gucke und Luckland sehe, von Norath aus. Die Größenverhältnisse, die passen doch gar nicht. Na gut. Bin ich wahrscheinlich einer der wenigen oder einzigen, die das dann wirklich stört. I saw your diligent work, Elistree. You've honored our great city. May the spirits bless you. Ja, er hat uns bei unserer diligent work gesehen. Wir haben die Stadt damit geehrt, mit unserer Hilfe. Und die Geister mögen uns... Ja. Fehlt gerade das Wort. I'm glad to hear it. Does that mean I have your blessing to go in front of King Savara? You have business with the king? Yes, dear one. Yes, dear one. You have the blessing of the Dakura to enter Kerath Palace. Ja. Deren Segen. So, jetzt habe ich's. Deren Segen haben wir, aber wir brauchen ja noch den Segen mindestens einer anderen Fraktion. Und dafür werden wir uns jetzt in das Celebration House bewegen und dann mit Vertretern der Jarin sprechen. Oder waren es Jarun? Ne, Jarin.